Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, liebe Genossen, liebe Genossinnen, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Ihr merkt, heute ist irgendwas anders, aber ich habe mir gedacht, nachdem ihr mich jetzt auch schon im Turngewand kennt, kann ich gleich alle Hüllen fallen lassen. Wir werden es heute bei den Temperaturen etwas entspannter angehen. Aber es ist Wahlkampf. Und ihr erkennt das an den bunten Plakatwänden, an den Zeitungsinseraten mit den schönen Versprechen. Viel Geld fließt, um eine perfekte Illusion aufzubauen. Und die Förderer, derjenigen, die sich besonders ins Zeug hauen, die öffnen zwar nicht ihre Herzen, aber doch immerhin sehr großzügig ihre Geldbörsen. Fette Gewinne winken ja schließlich. Aber lassen Sie sich davon nicht ablenken. Hinter der Fassade geht es immer in der Politik um ganz konkrete Interessen. Es geht um Menschenbilder. Und es geht um die Frage, wie machen wir Österreich erfolgreich und wer profitiert davon? Wir haben da einen großen Vorteil. Wir wissen, wofür wir stehen und wir müssen nicht erst im September oder, um den Bürgermeister zu zitieren, am 16. Oktober ein Programm vorlegen. Und wir müssen auch keine Inserate schalten, um den Menschen vorzugaukeln, dass wir neu sind. Wir sind nämlich nicht neu. Im Gegenteil, unsere Idee hat eine stolze Geschichte. Unsere Idee, die gibt es schon sehr lange. Die Idee nämlich, dass alle Menschen gleich viel wert sind und alle das Recht haben auf ein gutes Leben. Und zwar, es darf keine Rolle spielen, welches Geschlecht jemand hat, welche Hautfarbe, woher er kommt, in welcher Familie er hineingeboren ist, wen er liebt und woran er glaubt. Und weil das so ist, brauchen wir auch nichts neu erfinden. Keine neue Farbe zum Anstreichen oder kein Popstar-Casting für die Wahllisten. Gar nichts. Denn unsere Idee ist heute aktueller denn je. Und sie ist größer als alle anderen. Und diese unsere Idee war immer der Maßstab für unser politisches Handeln. Sie war der Wertekompass, mit dem wir für die Menschen in Österreich gearbeitet haben. Genauso vor 100 Jahren, wie sie das heute ist, wenn es um die Zukunft Österreichs geht. Vor 100 Jahren haben wir schon für das Frauenwahlrecht gekämpft. Heute kämpfen wir, damit Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen. Früher haben wir dafür gekämpft, dass Mädchen den Zugang zu Bildung bekommen und Arbeiterkinder die Chance auf den sozialen Aufstieg. Und heute kämpfen wir mit aller Kraft dafür, dass unsere Jugendlichen die beste Ausbildung bekommen und auf die besten Schulen und die besten Universitäten gehen können. Wir haben das, liebe Freunde, ihr könnt richtigerweise klatschen, weil das ist unser gemeinsamer Erfolg. Das ist das, was wir gemeinsam versuchen weiterzubringen. Und wir haben auch das staatliche Pensionssystem erkämpft, damit die Alten nicht auf der Straße sitzen. Und heute kämpfen wir dafür, dass die Pflege für jeden in unserem Land leistbar ist. Wir haben mit Bruno Kreisky für die Modernisierung Österreichs gekämpft. Und heute stellen wir uns an die Spitze der Veränderung, damit Österreich das innovativste und erfindungsreichste Land Europas wird, eine richtige Start-up-Nation. Wir haben in der Vergangenheit gegen die Auswüchse des Kapitalismus gekämpft. Und heute kämpfen wir gegen die Sonderrechte und Privilegien von internationalen Konzernen, die sich zu den neuen Beherrschern der Welt aufschwingen wollen. Und liebe Freunde und Freundinnen, Wir haben viele Kämpfe geführt und wir haben viele Kämpfe gewonnen. Aber manche Kämpfe, die kann man gewinnen, aber dennoch sind sie nie zu Ende. Wir sind noch lange nicht fertig und wir lassen nicht nach, bis wir unser Ziel erreicht haben. Es ist nämlich Zeit, dass alle Österreicherinnen und Österreicher davon profitieren, in einem der reichsten Länder der Welt zu leben. Es ist Zeit, dass die Menschen sich holen, was ihnen zusteht.
Und liebe Freunde und Freundinnen, in den vergangenen Wochen haben wir in Österreich bemerkenswerte politische Entwicklungen festgestellt. Wir haben so ein bisschen erlebt, dass sich manche für ihre Herkunft zu genieren begonnen haben, dass es ihnen peinlich war, dass sie aus einer politischen Partei kommen. Und die haben dann erklärt, wir sind ja gar keine politische Partei mehr, wir sind eine Liste oder wir sind eine Bewegung. Und in den vergangenen Wochen bin ich oft gefragt worden, ob ich das nicht auch gerne hätte, ob das nicht einfacher wäre, ob das das Leben vielleicht nicht leichter machen würde. Und meine Antwort ist nein gewesen, weil ich aus voller Überzeugung der Meinung bin, dass das Gegenteil zutrifft. Und ich kann euch auch sagen, warum ich mir da so sicher bin. Ich habe in den vergangenen 14 Monaten viel gelernt und ein Erlebnis gehabt, das war größer als alles andere. Das hat mich persönlich unglaublich bewegt. Das war ein wirklich besonderer emotionaler Moment. Ich weiß noch, ich bin, wie viele von euch, oft und oft am 1. Mai am Rathausplatz in Wien gestanden. Ich habe mir die Reden dort angehört. Und dieses Jahr war es so, dass ich das Privileg und die Auszeichnung genießen durfte, als Hauptredner am Rathausplatz zu sprechen. Und als ich da auf diesen Platz geschaut habe, ich kann euch sagen, es war wirklich unfassbar. Da sind 25.000 Menschen gestanden, vom Rathaus bis hinten zum Burgtheater, ein Meer an Menschen. Und es war ein großartiges Erlebnis, weil da sind 25.000 Menschen gestanden, die für dieselbe Idee brennen, die dieselben Werte vertreten und die von derselben Leidenschaft angetrieben sind wie ich. Und es war ein großartiger Moment und ich habe mich empfunden wie ein Tropfen in einem Ozean. Und genau so, weil das so ist, werden wir das auch diesmal wieder machen. Wir werden diese Auseinandersetzung gemeinsam führen, wir werden sie Schulter an Schulter und Seite an Seite schlagen. Die Menschen dieses Landes werden im Oktober eine Wahl zu treffen haben. Sie wählen aus verschiedenen Angeboten, aus verschiedenen Parteien. Aber was sind denn eigentlich Parteien? Parteien vertreten die Interessen von Menschen. Keine Partei vertritt die Interessen von allen Menschen. Es gibt welche, die sorgen dafür, dass Millionen erben und internationale Konzerne keine Steuern zahlen. Und dann gibt es welche, die dafür sorgen, dass jeder bei uns zum Arzt gehen kann, die dafür sorgen, dass jeder in Würde sein Alter genießen kann und dass die Jungen unabhängig von ihrer Herkunft auf die besten Schulen und Universitäten gehen können und die Chance auf sozialen Aufstieg bekommen. Und am Wahltag muss sich jeder und jede fragen, wer vertritt eigentlich meine Interessen? Ich bin dafür Ehrlichkeit und deshalb möchte ich gleich zu Beginn dieser Wahlauseinandersetzung klar machen. Wenn Sie zu jenen gehören, denen Ihr Millionenerbe wichtiger ist als die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben, wenn Sie sich nur um Ihr Einkommen als Chef einer Bank oder eines großen Konzerns sorgen, wenn Sie nur Ihre hunderten Hektar Grundbesitz scheren und Sie kein soziales Gewissen haben, dann wählen Sie am besten die Schwarz-Türkisen oder die Blauen, weil keine andere Partei wird Ihre Interessen effizienter vertreten. Wenn ihr aber nicht Teil dieser 5% seid, dann bitte fragt euch am Wahltag Folgendes und denkt gut nach. Wer vertritt denn eigentlich wirklich meine Interessen am besten? Und lasst euch nicht von dieser netten Wahlkampfshow ablenken. Schaut euch nur an, wer die anderen Parteien finanziert und unterstützt. Es sind diejenigen, die unter Schwarz-Blau ihre beste Zeit gehabt haben.
Diejenigen, die heute noch Wolfgang Schüssel und Wunderkind Karl-Heinz Grasser nachtrauern. Es sind diejenigen, die die Buberl-Partie gefördert haben und ihren hervorragendsten Vertreter, den Walter Maischberger, der sie mit dem Satz verewigt hat, wo war eigentlich meine Leistung? Aber warum finanzieren diese Sponsoren die anderen? Weil sie nett sind? Weil sie so großherzig sind? Oder weil sie jemand unterstützen, der sie noch reicher macht? Weil er ihre Steuern weiterdrückt, weil er Arbeitnehmerrechte aushöhlt und weil er den Staat noch weiter schwächen möchte? Und es ist doch vollkommen klar, was hier passiert. Auf der einen Seite stehen die, die von denen finanziert werden, die sich jeden Tag die Taschen vollstopfen und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und auf der anderen Seite, da stehen wir. Und ich kann denen nur sagen, eure Finanzmacht beeindruckt mich nicht. Eure gestrigen Ideen beeindrucken mich genauso wenig. Und eure Zeitungsfreunde, die beeindrucken mich noch weniger. Ich bin bereit, diesen Kampf zu führen, denn hinter mir stehen nicht Menschen, die Millionen spenden, sondern an unserer Seite sind die Millionen, die darauf warten, dass sie sich holen können, was ihnen zusteht, liebe Freunde. Als ich vor mehr als einem Jahr das Amt übernommen habe, war die Situation im Land nicht besonders und die Stimmung war noch viel schlechter. Wir hatten ein ziemlich schwaches Wirtschaftswachstum, waren Nachzüge in Europa. Die Arbeitslosigkeit war im Steigen begriffen. Und die Wirtschaftsforscher, die ich eingeladen habe, haben mir gesagt, das wird auch noch längere Zeit so bleiben. Und schauen wir uns jetzt an, wie Österreich dasteht. Die wirtschaftliche Entwicklung befindet sich in einem deutlichen Aufschwung. Wir haben mehr Arbeitsplätze denn je. Und was das Wirtschaftswachstum betrifft, sind wir mittlerweile besser als der Durchschnitt der Eurozone und sogar besser als Deutschland. Wir leben in einem großartigen Land, liebe Freunde, mit allen Chancen. Die Unternehmen, entgegen dem ganzen Gerede, vertrauen auf Österreich. Im letzten Jahr gab es in Österreich einen Rekord an ausländischen Ansiedelungen in unserem Land. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, investieren in der Wirtschaft tut nur dann jemand, wenn er an den Wirtschaftsstandort glaubt. Und dieser Erfolg, den wir gemeinsam erkämpft haben, der ist kein Zufall. Ihm zugrunde liegen Maßnahmen und Daten, die wir gegen den anhaltenden Widerstand der halben ÖVP in der Regierung konsequent durchgefochten haben. Es waren wir Sozialdemokraten, die den Beschäftigungsbonus durchgesetzt haben, damit die Unternehmen mehr Menschen Arbeit geben und neue Jobs schaffen in unserem Land. Es waren wir Sozialdemokraten, die 20.000 neue Jobs für ältere Arbeitslose geschafft haben, die am Arbeitsmarkt keine Chance mehr bekommen haben. Es waren wir Sozialdemokraten, die flächendeckend für ein Ganztagsschulangebot sorgen und wir sind's, die für eine bessere Unifinanzierung gekämpft haben. Es waren wir Sozialdemokraten, die die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur auf ein Rekordniveau geschraubt haben. Und die Start-ups, die Klein- und Mittelbetriebe, die Unternehmen und die Gemeinden dabei unterstützt haben, zu investieren, damit sie Aufträge und neue Arbeitsplätze in die Regionen bringen. Es waren wir Sozialdemokraten, die den Pflegeregress abgeschafft haben und nach 10 Jahren Stillstand erreicht haben, dass es endlich eine Erhöhung der Stipendien für Kinder aus sozial schwachen Familien gibt. Und wir waren es, die die Ausbildungsgarantie bis 25 verwirklicht haben, die Frauenquote in den Aufsichtsräten, eine moderne Gewerbeordnung oder den Privatkonkurs neu durchgesetzt haben, der vor allem Familien und Alleinerzieherinnen helfen soll, nach privaten Schicksalsschlägen wieder auf die Beine zu kommen. Wir haben uns auf der ganzen Linie durchgesetzt. Und bei all dem, bei all unseren Anstrengungen,
haben wir immer auf die wirtschaftliche Vernunft geachtet. Ich weiß schon, da gab es viele konservative Unkenrufe, Gejammere. Aber schauen wir uns nur die Fakten an. Die Steuer- und Abgabenquote ist deutlich gesunken. Die Staatsschuldenquote ist ebenso deutlich gesunken. Das sind die Fakten. Österreich ist erfolgreich und das muss weitergehen. Mein Ziel ist es, Österreich durch Wirtschaftskompetenz und soziales Gewissen wieder ganz nach vorne zu bringen, damit alle Österreicherinnen und Österreicher von unserem Erfolg profitieren können. Und reden wir doch Klartext. Wenn die Menschen auf ihren Lohnzettel schauen, dann sehen sie die ganze Wahrheit. Die Lebenshaltungskosten wachsen oft noch schneller als die Einkommen. Und trotzdem hören diese Menschen dann im Fernsehen, Österreich wird reicher. Und ja, das stimmt ja auch. Ja, Österreich wird tatsächlich reicher. Aber wer jetzt genau? Und wohin gehen denn eigentlich die ganzen Produktivitätsgewinne, die wir gemeinsam erwirtschaften? In den Geldbörsen der Menschen kommen diese Milliarden nicht an. Auch nicht im Gesundheitssystem und auch nicht in unseren Schulen. Aber irgendwer muss sie ja haben, das sagt einem doch der Hausverstand. Und ich kämpfe jeden Tag dafür, dass vom Aufschwung alle in unserem Land profitieren und eben nicht nur ein paar wenige. Und deshalb wollen wir auch weniger Steuern auf Arbeit und einen effizienten, schützenden Staat. Die Österreicher sollen bekommen, was ihnen zusteht. Alle, die hart arbeiten und trotzdem nicht genug verdienen, sollen mehr Geld auf ihrem Konto haben. Ich verspreche Ihnen das. Und genauso werden wir konsequent in das österreichische Gesundheitssystem, in die Pflege, in die Bildung und in hochwertige Kindergärten und in die Sicherheit investieren. Es ist Zeit, dass die Menschen bekommen, was ihnen zusteht. Eine gute Zukunft für uns alle, nicht nur für ein paar wenige, die es sich sowieso richten können. Denn einen schwachen Staat, den können sich wirklich nur die Superstarken leisten. Liebe Freunde und Freundinnen, ich will nicht, dass wir in einem Land leben, in dem menschliche Grundbedürfnisse wie Gesundheit, Bildung oder Sicherheit käuflich erwerbbar sind. Dass es vom Kontostand abhängt, wie lange man auf eine Operation warten muss oder ob die Kinder eine gute Ausbildung bekommen oder ob man sich in seinem Viertel wohlfühlen und sicher fühlen kann. Und genau deshalb müssen wir in ein effizientes, starkes Gemeinwesen investieren. Ich werde mit der Umsetzung meines Plan A 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist unser Versprechen. Wir werden Investitionen ankurbeln und Steuersenkungen für die Klein- und Mittelbetriebe und Startups umsetzen. Wir werden Österreich zum digitalen Champion machen. Dazu kommt die Beschäftigungsgarantie für die Menschen über 50, nachhaltige Zukunftsinvestitionen in ein sauberes Energiesystem. Mein Ziel ist es, Österreich zu einer der führenden und reichsten Nationen zu machen. Und deshalb biete ich der Wirtschaft einen Pakt für die Zukunft an. Gemeinsam wollen wir ein starkes Österreich bauen. Wir werden deshalb massiv in Forschung und Innovation investieren. Wir wollen der Innovationsführer in Europa werden, der Innovationsführer. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit wir in Zukunftssektoren wie Mikroelektronik, die Umwelttechnik, Automotive, Biotechnologie oder auch bei der Erforschung und der Bekämpfung von Krebs absolute Weltklasse werden. Wir werden die Universitäten und die staatlichen Fördereinrichtungen diesem Ziel unterstellen, die Industrie und Startups einladen, diese Strategie mit zu unterstützen. Wir brauchen eine nationale Strategie, eine nationale Kraftanstrengung. Wir werden eines der besten Bildungssysteme Europas bauen, und zwar von der Lehre bis zum Studium. Und wir werden Bürokratie und Steuern so verändern, dass es wieder eine Freude ist, in Österreich ein Unternehmen zu gründen. Österreich soll ein führender Wirtschaftsstandort werden. Und ich meine, das ist ein fairer Deal.
Und dafür erwarte ich mir aber auch Entgegenkommen der Wirtschaft. Kein Ausnützen prekärer Beschäftigungsverhältnisse oder von Teilzeitarbeitsverhältnissen. Eine faire Lehrlingsentschädigung und wir wollen, dass Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Wir werden gemeinsam mit unseren Freunden von der Gewerkschaft einen flächendeckenden Mindestlohn von 1.500 Euro sicherstellen und wir werden die ersten 1.500 Einkommen für alle steuerfrei machen. Wir haben uns vorgenommen, die Steuern auf Arbeit um insgesamt 5 Milliarden Euro zu senken, die Lohnnebenkosten für heimische Unternehmen zu reduzieren und Anreize zu schaffen, damit noch mehr Arbeitsplätze in Österreich entstehen. Und zu all diesen Vorschlägen, wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, gibt es eine solide Gegenfinanzierung. Wir werden in diesem Wahlkampf nichts versprechen, was wir nicht auch halten können. Aber wenn jetzt jemand sagt, na, da wähle ich lieber die anderen, die haben mir immerhin 14 Milliarden Euro versprochen, dann sage ich euch Folgendes. Ja, das klingt toll, wenn man das sagt. Wir sparen 14 Milliarden Euro ein. Bravo, wirklich bravo. Aber schauen wir uns einmal gemeinsam an, wo man denn die tatsächlich einsparen kann. Man kann zum Beispiel bei den Steuerprivilegien für Superreiche und Millionenerben sparen. Wollen das die anderen? Nein, natürlich wollen sie das nicht. Die sollen einfach weiterhin nichts bezahlen. Man kann auch bei den großzügigen Förderungen und Privilegien für große Grundbesitzer, die tausende Hektar besitzen, ansetzen. Oder bei denen, die hunderte Wohnungen besitzen. Aber nein, auch das wollen die anderen nicht. Oder man kann bei der Förderung von großen Konzernen ansetzen, die heute keine Steuern zahlen, weniger Steuern zahlen als jede Würstelbude, weil nichts anderes als eine Förderung ist das. Aber wollen die anderen das? Fehlanzeige. Nein, auch hier wollen die nicht sparen. Nun, was bleibt dann also noch übrig? Die großen Ausgabenblöcke in unserem Budget, das ist die Sicherheit, das ist die Bildung, das sind die Pensionen, das ist die Gesundheit. Dort kann man theoretisch sparen. Genauso wie die Steuererleichterungen bei den Mieten und bei den Medikamenten. Auch dort kann man theoretisch sparen. Und das haben die auch vor, denn das haben die ja auch schon bewiesen, dass sie das genauso machen. Weil das tut denen ja schließlich nicht weh. Ein Millionär ist jedenfalls nicht auf seine Pension angewiesen. Auch nicht auf ein funktionierendes Gesundheitssystem, weil der geht ohnehin privat zum Arzt und kriegt sofort, was er braucht und worauf andere mitunter warten müssen. Und ob die öffentlichen Schulen und die Universitäten funktionieren, ist diesen 5% auch kein großes Anliegen. Weil deren Kinder gehen sowieso auf die besten Schulen und Universitäten im Ausland. Aber ich werde mich mit voller Kraft dafür einsetzen, dass es zu keinem Kahlschlag kommt in unserem Sozialsystem. Wir werden unseren Sozialstaat nicht zerstören lassen und darauf könnt ihr euch verlassen. Danke. Man kann eine Gesellschaft wollen, wo jeder nur auf sich schaut und sich nicht für den anderen interessiert. Und wo nur die Starken übrig bleiben und jene, die halt Pech haben, in Armut leben, egal ob die behindert, arbeitsunfähig oder krank sind. Aber wollen wir so eine Gesellschaft? Ich will diese Gesellschaft nicht und ich will mit euch gemeinsam dafür kämpfen, dass Österreich weiter ein Land bleibt, wo die Starken gerne für die Schwachen Verantwortung übernehmen.
und wenn die anderen glauben, dass sie unsere Pensionisten verunsichern können, dann sage ich euch eines ganz klar. 45 Jahre sind genug gebuckelt. Es gibt keine Notwendigkeit, Menschen bis 70 arbeiten zu lassen. Liebe Freunde, wie abgehoben ist das denn zu glauben, dass eine Krankenpflegerin, ein Buschauffeur, ein Kellner bis 70 durchhalten können? Die Hälfte unserer Pensionisten bekommt weniger als 1.000 Euro monatlich. Dort werden wir ganz sicher nicht kürzen. Und wenn man uns vorwirft, lieber Charlie, wenn man uns vorwirft, dass wir die Pensionisten schützen wollen, dann sage ich ja. Ja, ganz genau, wir wollen die schützen. Und wir werden, aber wir werden jene nicht schonen, die das Zehnfache und mehr bekommen. Denn Gerechtigkeit heißt für uns, dass die, die mehr beitragen können, das auch tun. Aber dass alle anderen sich darauf verlassen können, dass sie in unserem Land einen würdigen Lebensarbeit bekommen. Wir haben ein umfangreiches Programm vorgelegt. Wir werden heute dazu noch diskutieren können. Ich möchte nur auf ein, zwei Punkte noch eingehen, die mir wichtig sind. Wir haben uns entschlossen vorzuschlagen, dass wir 5.000 neue Lehrer einstellen und das Recht auf Ganztagsbetreuung von Kindern gesetzlich verankern. Alle Eltern haben das Recht, dass ihre Kinder die beste Ausbildung in Österreich bekommen. Wir werden dabei genau auf die Alleinerzieherinnen achten und dafür werden wir mehr Geld in unsere Schulen, in unsere Kindergärten und in unsere Universitäten investieren. Und liebe Freunde und Freundinnen, zu bekommen, was einem zusteht, bedeutet nicht nur mehr Geld am Konto oder bessere Sozialleistungen, sondern das heißt auch, dass sich die Österreicher und Österreicherinnen zu Hause und auf der Straße sicher fühlen, dass sie beruhigt sein können, wenn ihre Kinder auf dem Weg nach Hause sind. Ich würde nämlich gerne mit ÖVP und FPÖ über Sicherheit reden. Wer hat denn damals die Polizisten abgebaut? Wer hat denn dafür gesorgt, dass in ganzen Bezirken in Österreich in der Nacht nur eine einzige Streife unterwegs ist, in einem ganzen Bezirk? Wer verantwortet hunderte fehlende Polizisten, explodierende Überstunden und mangelnde Ausrüstung für jene, die jeden Tag ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten? Wir waren das nicht, aber wir sind die, die das nach dem 15. Oktober wieder in Ordnung bringen werden. Liebe Freunde und Freundinnen, es ist ein großartiges Land, aber wir wissen, dass Österreich Veränderungen braucht. Aber Veränderungen mit Verantwortung, mit Fingerspitzengefühl, mit Kompetenz und mit einem Blick für den sozialen Ausgleich. Dieses Land braucht einen Plan und wir haben einen. Ja, es ist aufwendig, einen Plan zu entwickeln, aufwendiger als mit Schlagworten und Schlagzeilen zu provozieren, aber das ist nicht seriös. Mit unserem Plan werden wir Österreich in den nächsten 10 Jahren zu einer modernen Vorzeigenation machen. Ich möchte, dass andere Länder nach Österreich kommen und schauen, wie man einen modernen Staat baut, in dem sich Leistung tatsächlich lohnt und alle ihren Beitrag leisten und wo das Miteinander stärker ist als das Gegeneinander. Genau darum wird es am 15. Oktober gehen. Ein paar flotte Sager. Das wird die Entscheidung sein. Ein paar flotte Sager oder ein ernsthafter Plan. Und ich sage das ganz deutlich aus meiner Verantwortung als Bundeskanzler heraus. Ich werde nicht zulassen, dass diese Politspielchen auf Österreichs Rücken ausgetragen werden. Mit Österreich spielt man nicht. Liebe Freundinnen und Freunde,
Ja, es ist Wahlkampf und er wird noch weit intensiver werden. Wir werden dabei für unsere Ideen rennen und die Menschen von unseren Plänen überzeugen. Und ich muss sagen, ich freue mich auf diese Auseinandersetzung, weil es wird uns die Chance geben, zu klären, wofür wir stehen und wofür die anderen stehen. Und ich muss sagen, am meisten Spaß habe ich im Moment, wenn ich mir die Umfragen anschaue. Ui, da geht's auf, oh, da geht's wieder runter, holla. Ehrlich gesagt, ich halte es mit den Umfragen wie mit dem Horoskop. Ich glaube beide nicht, aber ich habe gelernt, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft, ist beim Horoskop immerhin größer. Aber liebe Freunde, dann sagen mir manche Genossen, Hu, Christian, weißt du, das wird schon schwer, Kanzler zu bleiben. Die haben ja mehr Geld, mehr Medien hinter sich. Das wird nicht leicht. Können wir das wirklich schaffen? Liebe Freundinnen und Freunde, nein, das wird nicht leicht, diesen Kampf zu gewinnen. Ja, die haben mehr Geld zur Verfügung. Ja, sie haben etliche Medien auch hinter sich. Und ja, die wollen nur über Flüchtlinge reden, den lieben langen Tag. Den ganzen lieben langen Tag nicht darüber, wie wir Jobs schaffen, leistbare Wohnungen, sichere Pensionen oder die beste Bildung für unsere Kinder. Es wird also nicht leicht werden. Aber ganz ehrlich, ich frage euch, was ist denn das für eine Einstellung? War es leicht für unsere Gründerväter? Hatten es die Frauen leicht, die jahrzehntelang für das Recht, wählen zu dürfen, gekämpft haben? Oder für das Recht auf Abtreibung? Hatten es die Schwulen und Lesben leicht, die mit Gefängnisstrafen bedroht für ihre Rechte gekämpft haben und das heute noch tun? Hatten es die leicht, die Österreich nach dem Krieg aufgebaut haben und gar nichts hatten? Und hatten es die leicht in unserer Mitte und haben es die leicht, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen können und ihren Kindern ein gutes Leben bescheren können? Was ist schon leicht im Leben? Aber im Vergleich zu den wirklichen Kämpfen der letzten 150 Jahre ist der Kampf, den wir hin zum 15. Oktober zu führen haben, eine wirkliche Leichtigkeit. Und wir können diesen Kampf, mit reinem Herzen und mit einem Lächeln am Gesicht führen, weil wir für die richtige Sache eintreten. Weil wir für die richtige Sache eintreten, weil wir für die kämpfen, die uns brauchen, für die, die zu kurz gekommen sind, für die, die jeden Tag brav arbeiten gehen und trotzdem von ihrem Lohn nicht ordentlich über die Runden kommen, die zu wenig haben, für jene, die auf ihre Arbeit angewiesen sind und keine Millionen erben, für die Frauen, die noch immer nicht gleich viel verdienen wie die Männer, für die, die Mitte 50 ausrangiert wurden und keine Chance auf einem Arbeitsplatz haben. Und auch für die fast 1 Million Menschen in unserem Land, für die es eine persönliche Katastrophe ist, wenn ihre Waschmaschine kaputt wird. Für die kämpfen wir. Und wer diesen Kampf nicht führen will, der soll es jetzt sagen. Wem es zu bequem ist, der soll das jetzt sagen. Denn diese Menschen zählen auf uns und ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde kämpfen. Liebe Genossen und Genossinnen, ich werde kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist unsere gemeinsame Auseinandersetzung. Unsere gemeinsame Auseinandersetzung. Und deshalb möchte ich euch fragen, was ist mit euch? Werdet ihr mit mir rennen? Werdet ihr mit mir für diese Menschen kämpfen?
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, es ist an der Zeit, dass die Menschen in diesem Land bekommen, was ihnen zusteht. Ich will, dass ihr die nächsten Wochen jeden einzelnen Tag dafür nützt, eine einzige Botschaft unter die Leute zu bringen. Holt euch, was euch zusteht. Am 15. Oktober geht zu den Arbeitern, die sich immer weniger leisten können. Sagt ihnen, geht wählen, holt euch, was euch zusteht. Geht zu den Studenten, sagt ihnen, dass wir die Universitäten nach vorne bringen werden, dass sie ein Recht auf die beste Bildung haben, weil es ihnen zusteht. Geht zu den Frauen, die noch immer weniger verdienen und seit Jahrzehnten auf ordentliche Kinderbetreuung warten, die ihnen zusteht. Geht zu den Pensionistinnen und Pensionisten und sagt ihnen, dass sie sich keine Sorgen um ihre Pension machen brauchen, weil sie ihnen zusteht. Geht zu den Lehrlingen, zu den Pflegern, zu den Krankenschwestern. Geht zu allen Menschen dieses Landes, die sich so schwer tun, über die Runden zu kommen, während andere sich die Taschen vollstopfen. Sagt ihnen nur einen Satz. Holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Geht zu den Unternehmern, die mit ihren Mitarbeitern leiden, weil die Arbeitskosten so hoch sind, weil sie an der Bürokratie verzweifeln. Geht zu den EPUs und zu den Klein- und Mittelbetrieben. Geht zu allen, die täglich ihre Arbeit leisten. Ich will, dass in den nächsten Monaten klar wird, dass der 15. Oktober der Tag ist, an dem sich die Österreicher und Österreicherinnen holen, was ihnen zusteht. Die Zukunft Österreichs wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Und es geht um eine klare Richtungsentscheidung, die weit über die nächste Periode hinaus bedeutsam sein wird. Es ist eine klare Entscheidung. Gehen wir in Richtung eines offenen, modernen Österreichs oder in Richtung nationalistischer Abschottung? Werden wir ein Land, in dem die Hoffnung größer ist oder die Angst? Werden wir ein Land, in dem jeder seine Chance bekommt oder ob in dem alles davon abhängt, ob man reich oder arm geboren ist? Werden wir ein Land, das den Schwachen aufstehen hilft oder auf sie eintritt? Liebe Österreicherinnen und Österreicher, unser Land ist erfolgreich. Der Aufschwung ist da. Und mit unser aller Anstrengung wird dieser Aufschwung weitergehen. Aber viel zu wenige profitieren heute davon. Ich werde dafür sorgen, dass Sie vom Erfolg Österreichs und vom Aufschwung etwas haben. Mein Name ist Christian Kern. Ich bin der Bundeskanzler dieses wunderbaren Landes. Und ich werde das mit Ihrer Unterstützung bleiben, weil Sie sich holen werden, was Ihnen zusteht. Danke. Applaus